Yo, yo, yo Leute, was geht? Alben Bengo ist zurück mit einem weiteren F1 2022 Video und heute sind wir wieder bei einem weiteren Teil My Team. So klar, dass wir heute diesen Win hier in Monza holen, okay? Ferrari Roma, Grand Prix von Italien. Wir haben 4,7 Millionen. Boah, das würde ich gerne machen. Mehr R&D-Punkte benutzen. Oder machen wir Defektwahrscheinlichkeit um 20%. Schon stark. Machen wir es bei... Da machen wir es. Come on. Aerodynamik-Abteilung bekommt ein Upgrade und wir starten rein ins Wochenende. Boah, bitte kein Regen, bitte kein Regen, bitte kein Regen, bitte kein Regen. Bitte kein Regen. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Boah, Qualifying, Regen. Ah, Training ist wurscht, aber Qualifying. Tut sehr weh, wieder zurück im Rennen nichts. Wir sind happy dafür. Werden auch einen frischen Motor für das Rennen haben. Mit der Echsenpower, die wir da haben, werden wir absolut nochmal alles rausholen, was geht. Wir wollen Ergebnisse erzielen hier und heute. Der erste Win in unserer Karriere unter dem Teamnamen Bengo Motorsports werden wir hier und heute erreichen, Leute. Wir manifestieren das, bringen hier nochmal so ein das Training rein. Unser Sponsor hat uns natürlich wieder Schokolade zur Verfügung gestellt. Maxi King, so gut, dass ich schon abbissen habe. Let's go. Boah, Q1 soll es auch schon regnen, oder was? Müssen wir uns beeilen. Wir sind wieder zurück im Milka-Auto, meine Damen und Herren. Ich freue mich. Wir sehen auch auf den Spiegeln Kinder-Schokolade. Heute mit Maxi King vertreten. Ist eigentlich eh nur mal eine Banker-Lab. Wir schauen, wie sich das Auto anfühlt, wie sich das Setup anfühlt vor allem. Wir wissen, wir haben 0-0 Flügel, wir müssen früher bremsen. Sind so schnell auf der Straight Line. Yellow Flag! Was war denn mit Perez? Hat er das Auto verloren oder was? Der Gute. Der hat einfach das Auto verloren. Geil. Einfach im Qualifying. Das ist mir, glaube ich, noch nicht so untergekommen. DRS-Probleme. Ist aber kein Problem. Boah. Mich interessiert kein DRS. Oscar Piastri einfach auf der 20. Oder wenn ich das in dem Auto schaffe, muss er das auch schaffen. Nicht mal in Q2 kommen, ist echt heftig. Und gehen wir. Bremsen vorm 100 Meter Schild. Wir sehen, wir kommen trotzdem fast zu tief hier. Hängen an der rechten Line entlang. Jedes Tausendstel zählt. Ja, es ist anders als mein Setup natürlich. Ich vergesse. Nicht zu weit. Ja, diese schnelle Ascari-Schikane. Hier darf man auch nicht zu weit kommen. Und wieder aufs Gas. Engste Linie bis zur Finishline. Und wir fetzen hier eine 1.20.0 rein, Alter. Ja, es wird schon sehr dunkel da draußen. Boah, kommt rein einfach, Ding. Wirklich Regen. Warum habe ich Softs, wenn es regnet? Warum habe ich Softs, wenn es regnet? Ja, der hat schon Inters. Wir haben einfach Softs noch. Also so gut bin ich noch nie um eine Kurve im Regen kommen. Oh mein Gott. Okay. Ja, fünfter. Nein. Oh Mann. Ich bin gespannt, was ich für eine Zeit gehabt hätte. Verstappen ist 1.26.0. 1.26.3 haben wir. So. Ich fahre mit 0-0 Flügel durch Regen, gell? Nur so nebenbei. Muss man auch mal gesagt haben. Also, dass das überhaupt möglich ist. Ja, ein bisschen langsamer, aber trotzdem. Ungültig, aber langsam. Kein Problem. Also nicht ungültig, aber langsam. Neunter. Einfach für nix, wieder Regen, Mann. Wie gibt es das denn? It is what it is. Wir gehen rein in dieses Rennen und holen uns den Win, leider. Come on. Euder. So oft habe ich noch nie Euder gesagt. Let's go. So. Ich habe Angst. Tachi, sorry, mein Fehler.
Oh mein Gott. Yellow Flag. Direkt, aber das war nicht wir. Er ist auch so schnell auf der Graben, oder was? Alonso! Wir outbreaken ihn. Okay, ja, wir haben unsere Position verteidigt. Gratuliere. Sehr interessant, dass der auf der Geraden so schnell ist auch. Sie sind nicht langsam, Alter. Wie können sie im Qualifying langsamer sein als ich? Und jetzt da nicht. Die fahren da zu 6 in die erste Kurve ran. Und wir gehen da smooth an Ricciardo vorbei. Er will es nochmal wissen. Na, er orientiert sich nach hinten. Let's go. Ja, wir sind schnell, aber es ist halt schwierig auch. Es ist schwierig, aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Ey, bist du fett, Hamilton? Der fahren wir da nochmal rein und er will es. Er hält es außen im Mercedes. Oh mein Gott, Lewis. Okay, okay. Und Norris geht da an Verstappen innen vorbei. Das wird interessant. Ah, ich meine, Russell geht da an Verstappen innen. Ah, die Pfeifen da zu dritt. Oh, Kontakt. Das ist Leiden. Alles leiden sie und wir pushen jetzt. Haben da sicher einen besseren Exit. Und mehr Topspeed. Wir haben mehr Topspeed. Boah, ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich habe so Angst gehabt gerade. Sie haben einfach noch mehr Grip. Das ist Runde 7. Stark, stark. Boah, ich habe kurz gedacht, jetzt ist vorbei. Aber wir haben gesehen, wir haben schon mehr Speed. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Na. Geht trotzdem defensiv. Er weicht aus. Er weicht einfach aus. Da hat er Angst gehabt diesmal. Da hat er diesmal Angst gehabt. Jetzt brauchen wir aber die... Boah, da kommen wir nicht mehr ins US. Aber unser Ziel ist nicht da, diese zwei Autos zu bekommen, sondern die zwei weiter vorne. Das sind die, die uns eigentlich mehr interessieren. Schau, wie defensiv Russell da geht. Und wir fetzen uns da vorbei. Was ist hier los? Was ein Move. Flügel. Ja, bei mir kannst du machen, was du willst. Schatzi. Come on. Yes, sir. Yes, sir. 4,5 Sekunden nach vorne natürlich und einen sehr, sehr eifrigen Russell hinter uns. Boah. Okay, ich lasse ihn da vorbei. Er soll vorbei. Schau, der zieht direkt rüber. Wir waren noch nicht mal. Okay, noch ein Versuch. Ich muss aus seinem DRS raus. Ich muss die Runde einfach alles rausholen, was geht. Ich muss da vorne ran. Die fighten da zu zweit in der Kurve die ganze Zeit. Das muss doch möglich sein für mich, da irgendwie ranzukommen. 4,8. Schauen wir, was wir die Runde alles gut machen können. Wir pushen jetzt mal voll mit der Batterie. Alles, was wir haben. Aber wir rutschen. Boah, wir sind einfach gerutscht. Aber nicht wenig, ich sag's euch gerade. Ist er noch im DRS? Ja, aber wir pushen selbst hier und durch die Ascari nochmal. Wir sehen, was wir da in Free Air machen können. 15 sind wir, glaube ich, vorne. Ja, come on, er ist nicht im DRS. Er ist nicht im DRS. Sehr wichtig. Und Russell, wir konzentrieren uns nach vorne. 3,5, schau, die fahren schon wieder zu zweit. Ich sehe es am Horizont. Yellow Flag. Ein Mercedes wird langsamer, oder? Auf jeden Fall einer von den Großen. Nein, ein Red Bull ist es! Verstappen! Verstappen out of the race! Boah, kein Safety Car ist sehr wichtig, weil es ist gerade close zu ihrem Boxenstoppfenster. Oder die fahren seit Runde 1 side by side diese Main Straight runter. Das ist ja unglaublich. Ja, Leclerc geht für den Undercut. Leclerc ist ein bisschen im Verkehr kommen hinten.
Das heißt, der Undercut wird eventuell nicht der stärkste gewesen sein. Ja, Perez ist drinnen. Leclerc ist vorne, aber ganz knapp nur. Dafür hat Perez die frischeren Reifen. Ich bin überlegen, wenn ich hier noch ein bisschen warm habe, ob wir länger fahren und auf die Softs gehen. Box. Viel zu langer Boxenstopp. Okay, 10 Runden haben wir jetzt Zeit. Die Herrschaften. Oh mein Gott. Einzuholen. Wir sind wieder bei 2 Sekunden. Das heißt, wir haben Arbeit zu leisten. 5 Sekunden nach vorne. Carlos Sainz scheidet aus. Wie ist schon wieder kein Safety Car oder irgendwas? Wir kommen auf jeden Fall näher und wir schaffen es auch. Ich hatte es einfach schon wieder beim Bremsen. Meine Hinterreifen blockieren. Ich glaube, eine Runde bleiben wir vielleicht hinter ihm und dann schauen wir, was er für ein Tempo drauf hat. Ansonsten fahren wir natürlich vorbei. Schau, ohne DRS ist der mir ausgeliefert. Schau, er hat schon gute Beschleunigung raus, aber... Das wird ihm nichts helfen. Wir attackieren. Boah. Er hält's einfach. Wir lassen ihn den Platz. Da sind wir aber besser. Let's go. Den haben wir mal und wir müssen direkt pushen. Wir müssen einfach pushen. Wir müssen nur schauen. Am besten natürlich aus dem DRS-Fenster, aber 6 Zehntel ist Minimum. Näher als 6 Zehntel will ich ihn nicht haben hinter mir. Weil da ist Striking Distance. Ich komme aufs Gras. Mach den Switchback. Nein, macht er nicht. Okay, hier pushen wir direkt, obwohl er das DRS hat. Fetzt man da mal ein bisschen Batterie raus. Ja. Schau, mit DRS hat er nicht einmal genug Power. Wie wir hier in die letzte Kurve reinfahren. Come on. Nochmal raus, nah an der Box entlang, wo unsere Mechaniker stehen und wir holen P1, Baby. Let's go. Erster Win Bengo Motorsport. Yes, sir. Und Schal fährt da durch, weil er Hase ist. Esteban, unser Freund, wird P1. Puh. Yes, mit Ansage, Leute. Mit Ansage steht hier. Unser Auto, Bengo Motorsports, vielen Dank an alle Sponsoren. Trotzdem lassen wir uns da feiern. Wir schauen uns das an. Wir haben die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Come on. Unser erster Weg. Machen wir einen Freudensprung. Königlich wollen wir hier winken. Ah, Leclerc auf der 2 und Perez auf der 3 natürlich. Ja, Champagner gibt's keinen. Ist wurscht. Wir tun so, als würden wir sprühen. Und... sagen Danke. Danke an die Leute in der Factory. Danke an alle, die zugeschaut haben, live dabei waren. Danke an euch. An dieser Stelle gerne ein Like da lassen, ein Follow da lassen. Wir sehen, wöchentliche Ressourcepunkte haben wir. Wir bekommen Cash rein. Wir werden wieder R&D-Punkte benutzen, um weitere Upgrades zu machen. Und dann heißt es nochmal Full Gas in einem sehr schwierigen Grand Prix Singapur. Das heißt, seid da wieder dabei. Vielen lieben Dank und Peace!